Hallo YouTube und herzlich willkommen zur Let's Play Landwirtschaftsmodell 2013 auf der Two Rivers Map und ist die Platinum Edition. Und da fangen wir doch mal an. Das ist eine Mod Map, also die habe ich mir runtergeladen. Die ist nicht dazu. Aber das soll ja kein Problem sein, denke ich mal. So. Und da fangen wir doch auch gleich mal an hier, weil die Felder sind schon da. Das ist alles schon da gewesen, habt ihr ja gerade gesehen. Ich spiele auf Medium. Also auf Mittel. Das heißt, die Preise sehen noch ganz anders aus. Bei Leicht kriege ich noch mehr. Bloß ganz ehrlich, für Schwer alleine, das ist nichts. Wenn ihr wollt, zocke ich auch mit euch mal. Allerdings braucht ihr da die Map. Und ja, also ihr könnt da gerne mitmachen, das ist kein Problem. Und ihr seht ja schon, wie groß das Feld einfach auch ist. Und die ganze Map soll Obersalztal oder sowas darstellen in Österreich. Und ich finde die Map einfach geil. Ist zumindest meine Meinung dazu. So, ich stelle erstmal einen Helfer rein. Damit ich erstmal... Oh nein. Jetzt kommt mein Lieblingsport. Hänger aneinander hängen und das ist... Puh. Nicht so schön. So. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise, weil... Ja, keine Ahnung und so, ne? Kennt ihr ja. Komm, das probiere ich dann einfach vor dem nächsten Part, den dran zu hängen. Schon mal dann als neuen Hänger. Ich weiß noch nicht, wie da. Das ist eine. Ja, genau. Ob das wirklich so meins ist jetzt mit den Ballen. Cool. Und gleich zu Beginn. Was? Ach komm, wir verkaufen es erstmal schnell hier. Das können wir uns später immer noch kaufen. Und wenn, da hätten wir jetzt schon alles, sonst wäre ja auch irgendwie langweilig. Oh ja, man muss nur 3 Punkte sagen, das ist auch schön. Das heißt, der kann... Ja, der kann weg. Und die Quarterballenplatte kann weg. So, aber da kaufen wir das gleich mal, sagen wir jetzt für Geld an, nee, oder erstmal den Kredit. Was haben wir denn hier? 100.000. Du Scheiße. Puh. Naja, gut. Wie sieht im Lager aus? Boah, der Unterhälfte. Oh Mann, oh Mann. Einfügen und nein. P. Frontlader, nein. Erntemaschinen. Ja, klar, ich wollte... Wunderschön. Ach, das machen wir später. Ich mach erstmal das hier. Dass wir nicht durcheinander kommen. So, und ich mache es mal schnell zurück hier. So, denn ich möchte die ganzen... Ach, mal ich denn hier. Die wo die nur roten Ziffern drin sind. Das ist alles Gras. Die mit der grünen Zahl, das sind meine. Und mit der weißen Zahl, das sind... Kann ich noch kaufen. So, und das Problem ist jetzt eigentlich, ich will Silage herstellen. So, und ich kann sie nämlich in der Biogasanlage verkaufen. Was wir dann auch machen werden, natürlich. Ach komm, wir machen das jetzt selber. So.
und zwar will ich es dann verkaufen, denn solange wir kein, oder kann ich dann dafür Gülle abholen. Ich stelle sozusagen von dem Stroh, was ich verkaufe, Gülle her. Stroh, wie Silage. Irgendwie. Oder ich krieg das zumindest. Keine Ahnung. Und nicht für ihre Kühe. Und naja, das wäre eigentlich Gewinn bringt. Dann kann ich die Silage, wenn ich immer herstelle, verkaufe. Kann ich ja eigentlich dann auch, auch mal so. So weitermachen, dass wir irgendwann Kühe kaufen. Das wird natürlich ein paar Mal dauern, das ist logisch. Und solange kann ich dann die Gülle von dort abholen, weil für die Gülle bezahle ich nichts. Und der Dünger ist ja doch eigentlich ziemlich teuer, wenn ich den kaufen würde. So. Ja, die Bäume sind ein bisschen verbuggt, aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass die verbuggt sind. Weil, das ist einfach, wenn ihr euch mal jetzt die ganzen Bäume ringsherum anguckt, ja. So. Hier hinten, wie soll ich denn da rumkommen, ohne irgendwie hängen zu bleiben? Das ist einfach nicht so schön. So. Ah, das ist doch ein bisschen eintönig jetzt für euch, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wenn doch mal noch einen Helfer einstellen, dass das macht. Solange wir jetzt die Preise mal beobachten, die gehen alle eine Stunde hoch. Und wenn ich jetzt die Zeit vorstelle, habe ich das Problem, dass eben, ne, und so, kennt ihr ja. Das hält auch schneller verdorrt. Und langsam glaube ich, das trotzdem nicht, naja, irgendwann verdorrt. Und zweitens habe ich ja die Kosten pro Stunde. Für die, die Unterhaltskosten. Die bezahle ich doch. Jedes Mal. Komm schon. Es kommt dann auf Mod-Vorstellungen. Also Mod-Vorstellungs-Videos. Die kommen dann irgendwann mal. Vielleicht nochmal. Irgendwann. So. Und ich finde, da ist, na ganz ehrlich, leicht, das ist, ja, zu leicht, finde ich. Und da ist, glaube ich, der schon angebracht. So. Heißluftballon. Ja. Das ist natürlich ein Kaufen, aber wenn ihr seht, das Teil ist hinter ihm, das gehört auch noch uns. Also, ja, das gehört uns. Wir haben, glaube ich, 5 für angefangen. So viele Mods da drin, die ich irgendwann mal vorstellen werde. Vielleicht noch, ich kann die Auskippseite wählen und sowas. So spät. Ja. So. Ich probiere es einfach, scheiß drauf jetzt. Also ich habe es so gemacht, wo ich privat gespielt habe, habe ich mich schön durchgebackt. Und zwar habe ich da einfach bei dem Radlader das so ein bisschen dran geschoben. Ich war schon ziemlich nah dran, aber halt da nicht ganz. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe natürlich den, was hier drin war in der Platinum-Edition, das mit dem, die Klassiker der Landwirtschaft, wenn ihr das eher sehen wollt, wenn ihr sagt, ach komm, nee, ne. Ja, die großen Maschinen schon, die waren ja schon da. Richtig. Dann schreibt einfach rein. Und dann machen wir das so.
So, und ich jetzt schaffe hier mit dem Anhänger oder nicht, das sehen wir dann jetzt im nächsten Part. Bis dahin. Viel Spaß, wenn du es vielleicht auch gerade selber spielst. Und tschüss.